Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Aargau. Das Künstlerhaus Boswil ist ein legendärer Ort für Kultur im Kanton Aargau und es ist ein Zentrum für die klassische Musik. Ich heiße Anna Stäuble, ich studiere Geige an der Musikhochschule Luzern. Ich bin hier in einem Meisterkurs für Geige im Künstlerhaus Boswil. Also ich mache die Verbindung. Der Meisterkurs ist ein Intensivkurs auf hohem Niveau für junge, ambitionierte Musikerinnen und Musiker. Der Kurs wird geleitet von Detlef Hahn. Er ist Professor für Violine in London und Oslo. Er ist ein bekannter und begehrter Violinpädagog. Der Kurs ist eine wertvolle Ergänzung zum Studium, weil wir von einem anderen Dozenten noch einen neuen Weg lernen können, ein Stück zu interpretieren. Wir sind 12 Studenten aus 6 verschiedenen Nationen und während dieser Woche wohnen wir im Künstlerhaus Boswil. Für meine berufliche Zukunft erhoffe ich mir, Orchestermusikerin zu werden. Das Künstlerhaus Boswil wird finanziell unterstützt von Swisslos. So ist es uns Studenten überhaupt möglich, an so einem Kurs teilzunehmen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.